Barrierefreiheit beginnt für mich bei einer Stromrechnung, bei der ich mich ohne fremde Hilfe auskenne. Barrierefrei sind für mich Gebäude, wo mich gute Farbkontraste vor Gefahren warnen. Barrierefreiheit ist für mich einfach bequemer. Barrierefrei, das sind für mich richtig programmierte Internetseiten. Da kann ich einwandfrei mit meiner Vorlesesoftware surfen. Es ist schon eigenartig mit der Barrierefreiheit. Wir können Raketen zum Mars schicken und dort technische Kunststücke vollführen. Und gleich daneben schaffen wir es nicht, den öffentlichen Verkehr so zu organisieren, dass Menschen mit Behinderung barrierefrei dorthin gelangen, wo sie hin müssen. Wir können Maschinen bauen, die wir allein mit unseren Gedanken steuern. Und dann schaffen wir es nicht, Informationen so einfach zu schreiben, dass jene Menschen sie verstehen, die sie ganz dringend brauchen. Wir von Capito wollen das nicht einfach so hinnehmen. Wir arbeiten daran, Barrieren abzubauen, damit Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen ein Leben in unserer Gesellschaft führen können, so wie andere auch. Unsere Zusammenarbeit mit CEDUS hat damit begonnen, dass wir über Jahre hinweg schon versucht haben, etwas für den barrierefreien Zugang zur Tourismusstadt Graz zu tun. Wir wurden allerdings, ob zu Recht oder nicht zu Recht, viel dafür gescholten, weil wir eines übersehen hatten. Wir haben es zu gut gemeint für viele Seiten und erst mit einer professionellen Betreuung durch CEDUS ist es uns gelungen, einen Zugang zu finden, der eine professionelle Beurteilung von möglichen Zugängen in Hotels, Restaurants, Museen und so weiter beinhaltet. Und zum Zweiten ist dieses System darauf basierend, dass die behinderten Menschen selbst entscheiden, ob eine Barriere nun zu hoch, zu schmal, zu breit oder was auch immer ist. Und damit sind wir einen erfolgreichen Weg gegangen und haben in der Zwischenzeit eine breite Akzeptanz gefunden. Und auf www.graztourismus.at kann man das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit mit CEDUS sich gut ansehen. Diese Thematik der Barrierefreiheit kann uns natürlich früher oder später jeden Einzelnen treffen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir gerade auch im ländlichen Bereich dafür Sorge tragen, dass wir hier dementsprechend Voraussetzungen schaffen, um diese Barrierefreiheit zu gewährleisten. Natürlich ist ganz klar, dass Bescheide nicht für jeden gleich angepasst werden können, da sie ein individuelles Mittel sind. Doch wir haben versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, damit wirklich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Bescheid verstehen kann. Sensibilisierungsworkshops, wir machen Analysen von Gebäuden und Ausflugszielen. Unter anderem machen wir auch die Übersetzung der leicht verständlichen Sprache und des leichten Lesens. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut im deutschsprachigen Raum, das nach dem Capito-Standard arbeitet, der TÜV-zertifiziert ist, und damit wollen wir erreichen, dass Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden können. Musik